Ich möchte gerne mit Ich werde euch zuhören, aber fasst euch kurz. Was ist das? Ihr habt mich bei guter Laune erwischt. Sprecht ruhig. Arilles Vereinbarung. Hiermit bei den Generalsitzungen des Friedens gehalten für den Distrikt des Fürstenhauses Lado in Valmora 16.12. Arilla aus dem oben genannten Hafen von Seidanen hat mit Sicherheit folgende Vereinbarung mit uns, den Friedensmagistraten seiner Majestät im genannten Distrikt getroffen, deren Namen unten aufgeführt sind. Genehmigen, dass der genannte Arilla in seinem Wohnhaus ein Handelshaus oder eine Taverne führen darf. Drei volle Jahre. Kein fremder, unbekannten Reisenden, Aufenthalt und Umgang mehr als einen Tag. Keine Glücksspiele, Kartenspiele, Tischspiele, Würfelspiele, Wurfspiele, neun Loch, bla 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 bla. Und Ruhe und Ordnung, geht's am Haus sorgen. Nicht dulden, dass die Kinder, die ihn als Sklaven seiner Nachbarschaft in seinem Hause Alkohol trinken, dies gilt auch für alle anderen in seinem Haus, sofern dies nicht durch Gesetz erlaubt ist. Und auch nicht zu Gebets- und Lehrstunden, kaiserlichen oder anderen Festtagen oder nach 8 Uhr abends Alkohol trinken. Was? Nicht an Festtagen Alkohol trinken? Keinen Gauner, Landstreicher, Erwerbslosen oder andere verdächtigen Personen, bla 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 bla. Unbekannte Reisende, Diener, Kinder, die in der Sklaven nachgeschaut, Eheweiber können waren, Zunehmer, Ehren, bla 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 fucking bla. Soll sein bestes Getränk für nicht mehr als 4 Draken die Gallone und sein zweitbestes für nicht mehr als 2 Draken die Gallone verkaufen und darf nicht dulden, dass in seinem Hause Aschgeflügel verarbeitet oder verzehrt wird. Gleiches gilt für andere Lebensmittel, die nach den Gesetzen des Reiches verboten sind. Weder derbe noch kriminelle Unterhaltung in oder in der Nähe seines Hauses dulden, noch einen Gast zum Trinken von Alkohol verleiten oder selbiges zulassen, sodass dieser betrunken oder durch den Alkohol aufgebracht wird. Darf an Lehrtagen, während Gottesdiensten, heiligen Festen oder Festtagen keine Musik durch Lauten oder Trommeln und keinen Tanz, aber Dudelsäcke ist erlaubt, in oder in der Nähe seines Hauses dulden. Und diese Genehmigung soll in der Eingangshalle seines Wohnhauses gut sichtbar angebracht werden, damit es jeder sehen kann. Gezeichnet Ficky Ficky Hurensohn und ein Halbtroll. Ja. Elone, ich möchte eigentlich zu euch, gute Frau. Wer seid ihr? Ich bin Elone, Kundschafterin. Soll ich euch den Weg weisen? Pelagiat, Balmora, Caldera, Ebenet, wie weg? Ich bin unterwegs in Richtung Pelagiat. Also, da geht in diese Richtung und bla. Ja gut. Ausbildung. Langwaffe, ja geil. Schwertkampf. 18. 19. 20. Wir besitzen jetzt 5600 Draken. Wenn ich jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5 mache, besitze ich noch immer noch 4500. Ja, easy. Wir sind auf 25 im Schwertkampf, das ist super. Das ist super. Das ist geil. Ich hoffe, das lohnt sich. Und sonst? Tja, ja, okay. Soll ich jetzt... Ist das hiermit abgeschlossen? Muss ich auf den noch ansprechen? Nicht? Ausbilder der Klinge... Oh!
Ich gebe euch die Abschrift des Wartenfeldführers mit. Nein, danke, sowas habe ich schon. Das war sau langweilig. Mein Ohr, sprecht nur. Nein, ich habe schon zwei, danke. Allzeit bereit. Ich möchte euch bitten, mir zu helfen, etwas Gold zurückzuholen. Gleich, warte. Ich könnte wieder mal einen richtigen, regulären Spielstand machen. Mich hat man neulich beim neuen Loch das Glück kurz verlassen. Mich hat neulich beim neuen Loch das Glück kurz verlassen und ich habe eine Menge Geld verloren. Normalerweise hätte ich genug. Wir haben immer ein paar Draken in den Taschen. Die Einheimischen bezahlen für unseren Schutz. Ja, Schutzgeld, hä? Wichser. Aber ich weiß, dass einige mich hinhalten, besonders dieser kleine Bastard Fargo. Die letzten Male hat er immer sehr wenig herausgerückt. Ich möchte, dass sie Fargos Versteck findet. Dass dieser Abschaum irgendwo in der Stadt ein Versteck hat. Bin mir nicht sicher wo, aber... Ich habe sein ganzes Haus abgesucht, dort versteckt es nicht. Geht und findet heraus, wo er sein Gold versteckt hat. Wenn ihr es ergründen könnt, gebe ich euch einen Teil ab. Kann man machen, würde ich sagen. Oh nein, mein wertvolles Magazin. Übrigens, ich verlose diesen Magazin unter dem meistbietenden oder so. Keine Ahnung. Mit Widmung und persönlicher Unterschrift. Ja. Eine echte Ausgabe der Bravo Tube. Ein Original gebraucht. Mit Unterschrift und persönlicher Widmung. Und das habe ich. Schlimmer als würde man eine Bildzeitung anfassen. Gut. Richtskar ist sein Name. Tatsächlich. Kommt! Plattfuß. Sagt, was ihr wollt, oder geht! Ja, mal gucken. Zuerst hier. Die Andrano-Angriff. Ja, safe waren wir da schon mal. Südlich von Pelagiat. Sprecht zu mir. Das ist ein sehr, sehr nicer Stab. Wirklich hübsch. Da sieht man die neuen, höher auflesenden Texturen sehr, sehr gut, die durch die Mods mitkamen. Nun, vermutlich ist es meine Pflicht, denen zu helfen, die nicht so viel Glück hatten wie ich. Ich hätte halt gerne den Markieren-Zauber. Das würde mir wirklich viel bedeuten. Templer Schulterplatte rechts. Das wäre das.
Rüstungsset 25. Warte mal. Hä, warum habe ich die Dwemer-Armschiene angezogen, wenn ich... Und nicht das Bruderschaftsteil behalten? Wie dumm bin ich eigentlich? Andererseits, ich will nur mal gucken. Das sieht halt schon nice aus, aber... Aber das war ja voll blöd. Nun, vermutlich ist es meine Pflicht, denen zu helfen, die nicht so viel Glück hatten wie ich. Was habe ich mir dabei überlegt, wo ich diese Armschiene gefunden habe? Habe ich, auf der anderen Seite hatte ich auch einen Handschuh, Rüstungswert 25. Leicht, Gewicht 1. Viel besser als das. Warum habe ich diese schwere, schlechte Rüstung angezogen stattdessen? Ich verstehe es nicht. Was ist erst heute geschehen? Hä? Oh Gott, die Leute auf YouTube werden so bestimmt so... Oh Gott! Na gut, ich ja jetzt auch. Na gut, das wird nicht der letzte Assassine gewesen sein. Nein. Huhu. Okay, das ist geil. Ich habe nur wenig Zeit. Wie heißt der Typ übrigens? Fargoth. Bist du das? Sputet euch. Nein. Ich habe nur wenig Zeit. Bist du es? Nein. Beeilt euch. Hätte ja sein können. Wir verlassen das Dorf in Richtung... Ich werde jetzt trotzdem mal die Augen offen halten, ob irgendjemand verdächtig rumschleicht. Ich habe wirklich keine Zeit für euch. Fasst euch kurz. Kein Problem. Geh nur deine Wege. Lass dich nicht stören, Fargoth. Lass dich nicht stören. Ich soll ihn das nachts beobachten. Es ist Nacht. Cool. Und ihm auf keinen Fall nähern. Warte. Ich warte einfach eine Stunde vielleicht. Genau. Es hat sich irgendwie resettet. Das kann ich ihm hinterher schleichen. Okay, setze ich jedes Mal, wenn ich eine Stunde warte, so wieder zurück. Okay.
die Musik. Wunderschön, gell? Hallo, hallo, Herr Wachmann. Guten Abend. Mann, beweg dich. Mach etwas. Schieß dir einen Pfeil ins Genick. Ich kann euch wirklich nicht helfen. Ich habe nur geträumt. Meine Zeit ist kostbar. Fasst euch also kurz. Er hat mich nicht gesehen, oder? Zwölf Uhr nachts. Also Nacht ist es definitiv. Jetzt guckt er in meine Richtung. Sau auffällig, wie der Typ da vorne rumschleicht. Da merkt doch jeder, dass er was im Schilde führt. Auffälliger geht's gar nicht, Alter. Was wollt ihr? Kommt schon, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ist doch irgendein auffälliger Kerl aufgefallen, der durch die Nacht schleicht. Was ist jetzt? Zum Glück habe ich so eine enorme Sichtweite. Ah, da hinten. Wache, dein Job. Ich habe einen Beschattungsauftrag. Es ist 1 Uhr morgens. Meine Zeit ist kostbar. Fasst euch also kurz. Bringen wir dies schnell hinter uns. Er darf mich nicht sehen. Darf mich nicht sehen. Beeilt euch. Und was macht die Type da? Ich habe nur wenig Zeit. Ich habe wirklich keine Zeit für euch. Fasst euch kurz. Bring mir dein elendiges Versteck.
Bring mich zu deinem Versteck. Ring. Achso, Ring. Ich könnte schwören, dass sie mir meinen Ring gestohlen haben. Also die Kaiserlichen. Vielleicht habe ich ihn gefunden. Hier, nehmt ihn. Das ist er nicht. Versuchen Sie mich zu täuschen. Ein gravierter Ring der Heilung. Das was hatten wir bereits, aber ich habe das versetzt. Das Versteck. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Lasst mich in Ruhe. Okay, tschüss. Hier drüben! Nicht das ja, ich habe gar nichts gemacht. Das müsste könnt eigentlich... Könnt ihr euch niemand anderen suchen, den ihr belästigt? Gut, wir gehen also nach Dingens. Richtung Pelagiat, wenn es beliebt. Und in Richtung Pelagiat. In die Ahnengruft, genau. Südlich von Pelagiat, genau vor der Gabelung. Da hinten läuft es schon wieder so komisch. Oh geil! Ich schaff das nicht, etwas von dieser Pflanze zu sammeln. Ah, geil! Ja, super, ey, geil! Und nach Ebenerz geht es. Ja klar, waren wir auch schon. Was ist das? Schwertskills aktivieren. Ich hab die Waffe 25, also Langwaffe. Okay, das war ein Treffer, glaube ich. Noch 41 Ladungen. Die füllt sich aber meines Wissens wieder auf, oder? Meines Wissens nach. Bin ich noch auf dem rechten Weg? Ha, 42. Füllt sich auf. Ja, geil. Viel besser, viel schöner. Und ich habe gerade aus meinen Fehlern gelernt und Pflanzenkunde, also das Pflanzensammeln ein wenig gelevelt. Geil. Er schafft es nicht. Die sind vermutlich alle leer. Schafft es nicht. Nicht. Ah, doch. Auf 7 erhöht. Staubbeutel gesammelt.
Es geht auf jeden Fall schneller, unkomplizierter, besser. Okay, ich bin schon zu weit. Da wäre die Gabelung. Interessiert mich, wie das mit dem Magiesystem von Morrowind Improved funktionieren wird. Werden wir bestimmt bald sehen. Hier ist die Gabelung. Ui, schön. Ah ja, hier ist exakt mit der Gabelung. Hier sind noch ein paar Schlimmzeilen. Ich stelle mir das vorhin mit dem Öffnen und so, dann war es quasi, ja, man nimmt die Pflanze, pflückt vorsichtig, vorsichtig. Und jetzt ist es nur so raff, 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 stopp. Okay. Und hier ist es. Genau vor der Gabelung. Nein, das ist es nicht. Aber wenn ich da in der Nähe leben würde, das wäre mein kleiner Privatpool. Oh, das wäre so geil. So, wo ist das verfickte Grab? Moment. Grüß euch, mein Freund. Ich bin es, Nels Lando. Wem? Ihr habt doch von mir gehört, das überrascht mich nicht. Nein, nein, ihr braucht keine Angst haben. Nels Lando ist ein vernünftiger Mann. Er ist gar nicht der Halsabschneider, als den ihn manche gerne darstellen. Ich mache euch ein faires und gutes Angebot. Eigentlich ein einfaches Angebot. Ihr werdet mir 50 Drachen geben und dafür dürft ihr eure Reise unbehelligt fortsetzen. Nels Lando gibt es sein Wort als Ehrenmann, dass ihr, sobald wir unser Geschäft abgewickelt haben, nichts mehr von mir zu befürchten habt. Im Gegenteil, ich kann doch sogar ein sehr guter Freund werden. Ein Freund, ja? Also, Kompagnon? Warte, ich hau mal kurz aufs Maul. Stirb, Abschaum! Okay, dem ist gar nicht so leicht aufs Maul zu hauen. Ja. Ist ein stärkerer Geselle. Aber mich hat die andere Option sowieso mehr interessiert. Ja.
Klar. Solltet ihr jemals in Polarkreis sein, könnt ihr mich für gewöhnlich in der Herberge zur Mitte finden. Das machen wir doch glatt. Ihr seid auf der Suche nach Wissen. In Pelagiat. Gehen wir also nachher noch nach Pelagiat. Alles klar. Und jetzt will ich das verfluchte Ahnengrab. Hier ist noch eine Gabelung. Nein, das, da waren wir schon. Pelagiat. Süden. Gabelung. Kann doch nicht so schwierig sein. Südlich von Pelagiat, genau vor der Gabelung. Vor der Gabelung, welche? In Richtung Seydanen und Vivek führt. Ja, guckt mich auf jeden Fall nach dem nächstbesten Straßenschild um. Und wenn es südlich von Pelagiat ist, vor der Gabelung. Also dann wäre es von Süden kommend, bevor die Gabelung, also eigentlich genau hier, wo ich jetzt bin. Schau einer an. Schau einer an. Meins. Nein, hier war ich noch nicht. Holzstab, ne. Extravagante Hose, vielleicht. Teure Schuhe, nein. Oh, Geist, hi Geist. Hey, Geist, fick dich. Tja, du bist ganz selbst schuld, dass es so weit kommen musste. Also, Luti Luti, Plünder Plünder, die Asche von ganz vielen Toten, Dankeschön. Was ist das? Heiliger Velot-Schrein. 35 Drachen spenden für einen Segen, erst speichern. Krankheit, Pest, Vergiftung, heilen. Wiederherstellung oder Meditation? Was bringen diese Dinge? Magie festigen? Oder? Ja, ziemlich fette Wiederherstellung. Aber nein. Öffnet, verdammte. Oh, was ist denn da?
Volle Zombie. Was? Okay, der hat ganz, ganz einen üblen Zauber drauf und ich bin tot. Eigentlich. Boah, kleiner Knochenläufer. Ja, das kriegen wir schon hin, das kriegen wir schon hin. Nimm. Und das. Und dann ganz, ganz schnell Maras Geschenk zum Hochheilen. Schnell machen, zu spät. Boah, heftig. Tür auf, Granate rein, Tür zu. Mach erst das Skelett im Teufel. Teufel werde ich tun. Das Skelett ist überhaupt keine Gefahr in dem Moment. Sauber. Donnerfaust. Dann Feuerbiss. Dann mal was geschenkt, mich schnell wieder hochheilen. Oh, fucking knapp, Alter. Hat das Skelett nicht die Giftpfeile? Nein, das ist dieser eklige. Guck. Oh. That's the point. Ich dachte, das macht der andere mit irgendeinem. Mit irgendeinem fiesen Zauber, aber okay. Cool, danke. Ich hätte da vermutlich noch ewig dran rumgewichst. Ja, wenn das Skelett das macht, könnte man theoretisch ja gesegnete Berührung. Eigentlich müsste das die gesegnete Berührung und Tote vertreiben. Ja, easy. Das kriegen wir noch hin, das kriegen wir noch hin. Das da. Donnerfaust. Ziel hat man widerstanden. Uncool.
Das ist sehr, sehr wenig. Nichtsdestotrotz. Ah, geh weg! Aus dem Weg! Elendiges! Komm! Steh auf! Und schnell das? Scheiße! Wir hatten ihn fast. Gut. Der Schutz also, dann die Zuflucht. Dann hatten wir die Rolle der Lebenskraft, die halt Lebensenergie wiederherstellt über Zeit. Was schon viel wert ist. Mann! Eklige Kreaturen. So, wehe, wenn du nichts Geiles dabei hast. Vipernpfeil. Wow. Ein Langbogen. Ich könnte nicht rasten, wenn Feinde in der Nähe sind. Ich komme da bestimmt nicht hoch. Also ich käme hoch mit Icarus Spruchrolle, Icarus Flug. Verdammt! Theoretisch. Nur zum Gucken, was sich da unten befindet. Ja, du darfst nun landen, au. Oh. Aber da wäre man auch so hingekommen, gut zu wissen. Denn da ekelhaftes. Warte, ich kack mal kurz hier aufs Grab. Okay, das ist nicht ganz so schlimm. Ich müsste ihn halt nur treffen. Schweinehund, elendiger. So, dann bitte einmal die Wohltat. Danke.
Ah ja, man sieht das. Mana füllt sich langsam wieder auf. Nett. Wirklich langsam, aber immerhin. Funkenpfeil. Komme ich dir mit dem Schwert bei? Geht das? Ich müsste langsam die Skills haben, ein klein wenig. Mein 25 Punkte sollte doch... Sollte doch was sein, oder nicht? Wo ist der? Das Bogenzeug? Ja, Gewicht 8. Noch können wir es ja tragen. Kleine Kiste. Silberdolch, danke. Das sind doch genug Schädel, und kann ich nicht einen von denen mitnehmen? Nordische Kriegsaxt. Gewicht 30. Wow. Reparaturzange. Schmiedehammer, das Gesellen. Öffnet! Verdammte! Ah, warte. Aha, klar. Könnte nicht rasten, wenn sich Feinde in der Nähe befinden. Kuhlherz, Hundefleisch. Ich raste einfach hier. Hey, geil, geht. Ist auch fast gar nicht unheimlich. So. Ja, du mit. Ja, scheiße. Gut, gut, dann halt. Auf die gewohnte. Hoppala. Der ist heftig mit seinem Scheiß. Claymore halt. Dass Skelette überhaupt Rüstungen, Waffen führen können. Sie haben nicht mal Muskeln. Schädel von Leule Andrano, danke. Und Dolch des Ermessens. Wert 6. Dann nehme ich mit. Okay, cool.
Kontrolle der Elemente Feuer. Blitzresistenz, Tank, Glückstrank. Gajulank, Knochenhelm. Ah, jetzt Knochenleim habe ich gelesen. Knochenhelm. Naja. Gamulan, Lehren des Liebes. Wissen gewonnen. Fertigkeit ohne Rüstung hat sich auf 25 Punkte verbessert. Ihr solltet rasten und über das Erlernte nachdenken. Geil, Level up. Naja. Gleich hier. Ihr habt eine neue Stufe erreicht. Level 3. Die Level-Ups kommen sehr, sehr selten in diesem Spiel. Ich meine, wie viele Stunden spielen wir jetzt schon? Okay, auf Stärke bekomme ich 5 Punkte, wenn ich das investiere. Ich brauche jetzt mal nur 3. Auf Schnelligkeit bekomme ich immerhin 4 Punkte. Das, stimmt doch so, oder? Genau. Stärke, wie viel ihr tragen könnt. Viel Wert auf jeden Fall. Und gibt mit am meisten. Geschicklichkeit, maximale Ausdauer, Auszuweichen und Treffsicherheit. Gut, dass auch das 5 Punkte gibt. Dann Intelligenz, Willenskraft. Bestimmt auch die maximale Ausdauer. Das Glück gibt gerade mal einen Punkt. Konstitution. Wie viele Trefferpunkte ihre Vorstufe dazu gewinnt und die maximale Ausdauer. Schnelligkeit. Ein wenig schneller laufen wäre halt. Aber Konstitution. Das nächste Level Up kommt erst in 2 Jahren. Habe ich einen Zufallsgenerator zur Hand? Verdammt. Ich müsste aufstehen. Nee. Nee, das ist kein Zufallsgenerator. Das ist auf der einen Seite schwerer als der andere. An. Wenn dieser W20 die Zahl 1 bis 10 anzeigt, nehme ich die Schnelligkeit. Wenn er 11 bis 20 anzeigt, die Konstitution. Eine 3, also Schnelligkeit, sage euch mein Dank. Nein. Und noch ein Buch. Nehme ich mit. Wird dann später vorgelesen. Ah ja. Grab erfolgreich geplündert. Bing! Errungenschaft freigeschaltet und tschüss. Apropos und tschüss. Ich könnte nachher mal langsam das Spiel wechseln. Das will ich doch noch rasch sehen. Fuck! Cool.
was für ein wunderschöner Tag es so ist. Wir wollten Pelagia einen Besuch abstatten, wo wir schon mal hier sind. Tagebuch wurde aktualisiert. Womit? Übrigens, dass die Schatten sich realistisch nach dem Stand der Sonne bewegen, ist auch neu durch die Mods. Macht das mein Schatten auch? Yep, gut. Gut mitgedacht. Tatsächlich ist der Himmel so schön blau, ich sehe jeden einzelnen Fleck auf meinem eigentlich relativ neuen Monitor. Schande. In Pelagiat. Naja, Angebot. Ah, in der Herberge zur Mitte. Alles klar. Kennen wir uns hier schon ein wenig aus? Ein wenig, ja. Herberge zur Mitte. Das zweite Gebäude, wenn man die Stadt betritt, so mag man es. Ich will es nicht wissen. Es tut so gut, euch zu sehen. Was tut dieser Kern? Ne. Wenn ich euch helfen kann, werde ich es tun. Aber verschwendet keine Zeit. Hä, doch? Hä? Du bist Samina, und du? Wie du der Kerl bist. Ha, Wichser. Er mag uns schon ziemlich. Das wollen wir doch nicht kaputt machen, oder? Überzeugen, bewundern, spotten, drohen. Bestechen, bestechen, bestechen. Der Segnungen 3 wünsche ich euch, Vera. Er mag mich, hä? Ja? Ah ja, Kurzwaffe, leider nicht Langwaffe. Sicherheit und Schleichen. Boah, Schleichen sind die sau schlecht. Langsam wird's teuer. Was mein Geld? Boah, hat abgenommen. Okay, nichtsdestotrotz ein Punkt in Sicherheit. Auf 16 erst. Mann, könntest du dich mal verpissen, Samina? Danke. Ich kann es spüren.
weißt du, am liebsten einfach erwürgen oder. Ihr solltet jetzt kommen! Ich hoffe für euch, dass es wichtig ist. Dass ihr einfach mal fucking aus dem Weg steht. Okay, Sicherheit auf 20. Ich habe etwas gehört. Okay, auch 2500. Ja, Ausbildung ist teuer. Was wollt ihr? Du willst sprechen? Was gibt es bei dir für eine Ausbildung? Akrobatik und so? Ne. Ne. Erstmal wieder an Geld kommen. Ja. Wie heißt du? Blagrugrius. Handeln. Das ist fast gar kein Gold. Ne. Da. Ah. Mit was handelst du dann? Überhaupt. Sprecht frei und frei. Was willst du? Ein Kopfgeld. Egal. Wenn ich euch helfen kann, werde ich es tun. Aber verschwendet keine Zeit. Verschwende gleich was anderes, du Elendige. Ich würde dich halt gerne als Kompagnon mitnehmen, aber geht wohl nicht. Gut, wird irgendwas zu trinken. Was Starkes. Und Hundefleisch, danke. Matzte Gräf. Oh ja, eine Flasche Weinbrand. Schlürf, Motherfucker. Kann ich sitzen? Nein. So, ja. Na, dann schlafe ich mal hier ein auf dem Tresen oder so. Ich sehe schon alles verschwommen. Schwing.